Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Erstadt und Clank, Tools of Destruction. Ja, im letzten Part sind wir zurück auf dem Planeten Mukov und haben am galaktischen Sternenkampf-Gedöns-Festival wieder teilgenommen. Es gab ein klitzekleines Problem, denn wir müssen ja uns jetzt auf die Suche nach Iris machen. Und Iris befindet sich beim Krillikomet und damit bin ich jetzt auf dem Weg. Es gab allerdings ein kleines Problem mit dem Spiel, weswegen ich es neu starten musste. Allerdings, das Autosave hat halt dafür gesorgt, dass ich jetzt schon auf dem Krillikometen bin. Ihr habt aber so gesehen nichts verpasst. Nur, dass wir jetzt eben automatisch schon beim Krillikometen sind und ich nicht mehr ins Flugzeug einsteige und den Krillikometen auswähle. Mehr nicht. Glücklicherweise. Ich hoffe mal, dass die Sequenz jetzt noch kommt. Diese Piratenschiffe versperren uns den Weg zu Iris. Wir müssen uns an ihnen vorbeischleichen. Alles klar. Ja, da habe ich eine große Sequenz verpasst. Ja, es war halt ein bisschen blöd, jetzt sage ich jetzt mal, aber Gott sei Dank haben wir nichts irgendwie Wichtiges verpasst. Okay, ja, ich muss sagen, es ist auch eine Zeit lang her, dass ich Ratchet & Clank gespielt habe. Einfach, weil ich einfach nicht wirklich dazu komme, viel zu zocken. Auch weil ich mir jetzt ein kleines Pokémon-Team am Züchten bin. Und ich da ziemlich viel Zeit hineinstecke, weil es einfach irgendwie eine geile Idee ist, die ich da habe und ich die einfach komplett umsetzen möchte. Und was hast du? Pyrosprenger. Dieser von den Kercho gefertigte Flammenwerfer. Flammenwerfer lässt dein Freund die Wahl zwischen zwei Optionen. Durchgebraten oder extra knusprig. Kaufe ich mir. Sobald ich das Geld habe, kaufe ich mir das Teil. Denn das klingt geil. Das klingt mal richtig geil. Wow. Splittermöchler ist auf 4, okay. Verteidigungstechnologie von Grummeln. Was hast du denn Schönes? Nichts Neues, ehrlich gesagt. Was ist das? Entschuldigung. Kein Lombax kann sich an mir vorbeischleichen. Ich weiß, wie die ticken, Mann. Ich bin diplomierter Lombax-Flüsterer. Genau wie dieser Typ in dem Holofilm, der mit Fosomiten und sowas reden kann. Nur sehe ich besser aus, natürlich. Hm. Vielleicht wäre es jetzt Zeit für unsere neue Holo-Piratenverkleidung. Aber ich dachte, ich battle mich da jetzt durch. Ich will mich da durchbetteln. Was laberst du, hohle Piratenkleidung? Ich battle mich da durch. Was ist kaputt mit dir, Clank? Ich battle mich da einfach durch. Ohne Probleme. So, hi. Gut, du hast keine neue Rüstung. Ich hätte jetzt schon gesagt. Ich hätte schon gedacht, dass du jetzt eine neue Rüstung hast. Du schon wieder? Kapier's doch, Kumpel. Nur für Piraten. Und wie ziehe ich die an? Inventar vielleicht. Tachyonstahl, Rüstung. Nee. Apparate vielleicht? Da! Was? Ich darf nur eine einzige Taste drücken. Und das ist... Und die ganze Verkleidung ist wieder weg. Na toll. Nur ein echter Pirat darf passieren. Tanz den Jack und beweise deinen Wert. Okay, ich soll tanzen. Was? Was zum Teufel? Ist das jetzt euer...
Das ist harter Tobak. Alleine die Musik dazu, Alter, das ist harter Tobak. Oh Gott. Folge den Bewegungen der Hintergrundtänzer, um einen Piratenchick zu tanzen. Bewege zum Tanzen L nach links, rechts oder oben. Schüttle den Six-Axis, den Controller einfach, um mit den Hüften zu wackeln. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Was ihr Jungs eine Meuterei nennt, ist für mich nichts anderes als eine Meuterei. Ich will mich zurückverwandeln. Ich will doch battlen. Endlich. Ha! Okay. Da gehen wir aber wieder getarnt rein. So. Oh, hier sieht's aber gut aus. Kisten, okay. Aufgepasst. Da muss ich mal kurz auf den Magma-Brenner gehen. So, und Splittermeuchler! Okay. Ha. Ich mag den Splittermeuchler, muss ich sagen. Und ich habe schon 74.000, hey. Das bedeutet, ich kann mir bald den Flammenwerfer kaufen. Ich hoffe, dass der Flammenwerfer wenigstens ein bisschen was reißt und nicht so scheiße ist wie der in Dead Space. Geh weg! Könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Ja Gott. Ui. Ui. Glückwunsch, du hast auf die Nitrosense aufgerüstet. Jetzt kannst du deine Feinde kurzzeitig einfrieren und ihnen dabei Schaden zufügen. What? Ich kann einfrieren? Boah, ist das geil. Ist das geil. Wo ist ein Gegner? Ich will einen Gegner. Gegner? Wo ist ein Gegner? Okay, da kann ich surfen, grinden. Okay. So. Gegner! Wow, geil! Schau dir das mal an! Schau dir das an! Alter, schau dir diese Scheiße an! Ich kann Gegner einfrieren. Und das über die große Entfernung. Alter! Also das ist heftig. Die Waffe ist heftig. Wenn die auf Maximum ist, hier auf Level 5 und so. Alter. Sehr geile Waffe. So, ich bräuchte mal meine Peitsche. Ja, ich sollte hier vielleicht doch mit der Rüstung durchgehen. Mit der Piratenverkleidung. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich bin wieder hier. Oh boy. Na gut, aber es ist ja alles auf Level 5 jetzt. Ja, dann machen wir jetzt die Kreisklingen auf Level 5. Komm her! Rat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 
Hab schon gemeint, ich sterb. So. Okay. Es geht hier doch ganz gut voran, würde ich jetzt mal sagen, mit den Kreisklingen. Peitsche. Also, ich finde die Kreisklingen gut. Kann ich den... Okay, ich muss da definitiv mit Piratenverkleidung rein. Keine andere Chance. Ohne Piratenverkleidung, nee. Keine Chance. Erstmal Muni voll, okay, ist schon voll. So. Okay. Dann machen wir die kaputt. Es geht ja ganz schnell. Durch die guten Waffen, die ich habe. So. Ui, wieder Kreisklingen. Schön. Man kann nicht genügend Kreisklingenblätter haben. Finde ich jetzt. Es macht irgendwie Spaß mit denen. So. Ui! Sehr schön! Kreisklingen haben Level 3 erreicht. Sehr gut. Okay. Dann passt es. Oh. Kann ich damit... Nee. Ich kann da rein. Sagt mir das doch einer. Was habe ich davon? Gar nichts. Weil ich mit meinen normalen Waffen besser bin. Ich merke schon, ich komme den 100.000 immer näher. Flammenwerfer, ich komme! Schön! Ui, jetzt habe ich sie gleich, jetzt habe ich sie gleich. Ganz wichtig. Guten Tag. Was? Was, 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 was? What the fuck? What? Die finden das heraus, dass ich das bin. Ui. Wie haben die rausgefunden, dass ich das bin? Ich dachte, mit der Piratenverkleidung erkennen die mich nicht. Ui. Ui, ui, ui. Finde ich jetzt irgendwie gemein. Also Energie, da kann ich mich auf... Ah, Blitzzerstörer ist das, okay. Sehr mies. Oh, hi. So. Hast doch keine Chance. So, ja, paar. Ich sehe schon, ich habe die 100.000 erreicht. Ich habe die 100.000 erreicht. Wo ist der nächste Shop? Was singen die da? Okay.
Sehr schön. Das ging doch ganz gut, aber ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass ich halb tot bin. Kann ich hier irgendwie... Sieht fast danach aus, als ob ich da hoch könnte. Nee. Anscheinend. Nee, da kann ich nicht hoch. Sah nur danach aus. Und hier drüben? Nicht, dass mir jetzt irgendwie ein Secret entgeht oder so. Das will ich ja nicht. Okay. Kann ich nicht hoch. Verschwinde, Landratte! Diese Gegend! Ja. Nur ein echter Pirat darf passieren. Oh nein, nicht schon wieder! Und beweise deinen Wert. Ja, okay. Zu deiner Linken! Nach oben! Zu deiner Linken! Nach oben! Zu deiner Rechten! Nach oben! Ja, ich hab's geschafft. Alter, ist das ein Scheiß. So. Okay. Oh, das sind noch mehr. Wow. Ui. Hui. Okay, ich könnte einen Shop gebrauchen. Denn der würde mich heilen. Ich könnte mir einen Flammenwerfer kaufen. Achtung, Jungs. Der Iris Supercomputer darf nur zu Lernzwecken benutzt werden. Niemand lädt Spiele, Musik oder kleine Filmchen ohne Erlaubnis herunter. Ja. Filmchen. Was auch immer für Filmchen. Boss-Time. Boss. It's a fucking boss! It's a fucking... Fucking fuck fuck fucking boss of the fucking fuck fuck fuck! Okay. Ja, der war gefährlich. Das ist... Alter, das ist viel Raritanium. Schön viel Raritanium. Okay. Der Boss war relativ leicht. Aber gut, das haben die... Zurück zum Schiff, ne. Das haben die Bosse in dem Spiel ja irgendwie so an sich teilweise. Okay, Partner. So, mach mal voll. Was können wir denn für dich tun? Gib mir den Flammenwerfer. Da. Wow! Und der Munitionsverbrauch ist nicht so hoch, wie ich dachte. Willkommen im Grommelnet-Waffenladen. Mega geil. Ah, ich bin gerade dabei, den Nanoschwärmer zu boosten. Ich will aber den Pyrosprenger boosten. Was gibt's denn da alles? Größere Reichweite, das ist geil. Mehr Muni ist geil. Mehr Muni, mehr Muni, mehr Muni. Raritanium, sexy, Schaden. Und Reichweite, okay. Der ist aber echt teuer beim Umbau. Hoi, 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 hoi. Dann würde ich erstmal sagen, machen wir mal... Soll ich mal mehr Muni gehen? Ja. Gesagt, getan. So, wir gehen, sind jetzt erstmal auf maximale Muni gegangen. Fast maximal, besser gesagt. Wie viel... Wow, war eine tolle Muni-Erhöhung. So, Schnellauswahl. Alpha-Spalte, du kannst weg. Dafür will ich den Pyrospringer da haben. Das sind die Kreissägen. Ja, ich würde mal meinen, so passt das eigentlich. Ist der Nanoschwärmer. Ja.
Kann man so lassen. Kann man so lassen. Will ich dann mit dem jetzt auch gleich rumlaufen? Diesmal fallen sie bestimmt nicht auf die Verkleidung rein, Ratchet. Dann brauche ich was anderes. Und zwar nicht den Flammenwerfer, sondern diverse andere Waffen. Aber die werden wir erst im nächsten Part benutzen. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Ratchet & Clank Tools of Destruction für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.